Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Ark hier auf diesem Kanal. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns die Artist- oder auch Painter-Klasse nochmal ein bisschen im Endgame anschauen wollten. Bin jetzt aktuell endlich auf Level 50 gelandet. Das heißt, wir können jetzt endlich die Wächter-Raids spielen, die Chaos-Dungeons und so weiter und so fort. Und das werden wir in dieser Folge heute auch tun. Wir werden heute mal den ersten Wächter-Raid spielen. Gleich die Info vorweg. Ja, ich bin aktuell nur auf Gearscore 302 angekommen. Das heißt, wir können jetzt gerade mal den ersten Wächterboss spielen. Den werden wir gleich mal solo probieren. Ich habe noch groß keine Engravings. Ihr könnt meine Ausrüstung sehen. Das sind die Sachen, die ich selber so ein bisschen aufgerüstet habe oder halt gefunden habe, die ich jetzt eben trage, wo ich frisch auf 50 gekommen bin. Heißt, wir werden einfach mal von Grund auf starten und einfach mal sehen, ja, wie spielt sich jetzt, wie gesagt, diese Painter-Klasse, wenn man frisch auf Level 50 angekommen ist, in den ersten Wächter-Raids, weil auch das ja mich natürlich sehr interessiert. Und ich würde sagen, ja, wir quatschen nicht lange, gehen jetzt rein und schauen uns mal den ersten Boss hier, wie gesagt, an, auf Stufe 302, die haben wir aktuell. Das heißt, wir können diesen Boss auch spielen. Auf geht's, viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe leider aktuell keine Leuchtfeuer. Ich bin ja auf den koreanischen Servern unterwegs. Da habe ich leider nicht ganz so viele Sachen rumliegen. Das heißt, wir müssen erstmal ja schauen, wo der Boss quasi so rumstolpert. Das heißt, da wird uns auf jeden Fall schon mal etwas Zeit verloren gehen. Ich hoffe, ja, dass wir den Boss trotzdem legen können. Wie gesagt, für mich auch mal ganz interessant, ja, ob man halt mit der Art das auch vernünftig im Endgame dann spielen kann. Ich hatte ja schon öfter mal in den Let's Plays erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass die Artist oder auch Painter-Klasse eben eher so eine Supporter-Rolle einnimmt. Aber ich muss sagen, ich habe bisher auch in der Storyline bis jetzt auf Level 50 sehr viel Spaß mit dieser Klasse gehabt. Und ja, bin einfach mal gespannt, ob man da halt auch solo ganz vernünftig solche Wächterbosse legen kann. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es meistens so, dass der Boss hier oben steht und landet. Deswegen bin ich auch gleich zielstrebig praktisch hier hingelaufen. Ich werde euch dann zum Schluss nochmal ja meine Skills ein bisschen zeigen. Werde euch zeigen, ja, wie ich die so eingestellt habe, damit ihr mal so einen kleinen Eindruck davon gewinnen könnt, wie das so aussehen kann, wenn man da, wie gesagt, frisch auf Level 50 angekommen ist. So, jetzt müssen wir mal schauen hier, dass wir den Kollegen mal ein bisschen einheizen. Das ist natürlich ein recht agiler Boss, könnte etwas schwierig für uns werden. Aber wir schauen mal, überhaupt erstmal interessant, ob wir den Boss überhaupt solo legen können. Das ist das, was mich schon mal interessiert hier. Jetzt sollte ich mich schon mal kurz heilen hier. Also die Skills, die ihr zum Beispiel unten auch in der Leiste sehen könnt, das sind auch die Skills, mit denen ich jetzt aktuell so spielen würde. Also das ist praktisch das Skillset, was ich mir jetzt so zusammengebaut habe, mit dem ich jetzt auch schon einige Zeit unterwegs bin, was ich für mich auch als sehr gut empfinde, ja, um damit halt ordentlich vorwärts zu kommen. Meine Güte, wie gesagt, ein recht agiler Boss. Da müssen wir schon nochmal schauen, dass wir ja gut zur Rande kommen. Ja, natürlich immer schlecht, wenn... ich meine Ausweichgeschichte hier nicht zur Verfügung habe. Die Dongle Drops, die sind halt sehr wichtig, weil die mir natürlich halt Schild geben, heißt, die absorbieren Schaden. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für mich, dass ich die halt auch weitestgehend aktiv halte. Meine Güte. Macht gut Damage, der Boss. So. Jetzt könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das aussieht, wenn ich hier praktisch... ja, meine Skill hier unten in der Mitte zünde. Ich vergesse immer den Namen davon.
Und das, obwohl ich schon so lange unterwegs bin hier im Spiel. Oh, zack, da bist du tot. Ja, okay. Also, das wird eine nicht ganz einfache Geschichte hier. Aber ich denke, wir werden auch diesen Boss hoffentlich legen, ja, mal schauen. Schwierigkeit natürlich, weil die Skills schon immer so eine gewisse Casting-Time auch wieder benötigen, um die halt eben rauszuhauen. Und ihr könnt sehen, dass ich da relativ häufig in den Attacken lande, also hier bei der Klasse auch wirklich extrem das Timing gefragt. Meine Güte. Ja, und dann trifft er mich ja gleich nochmal. Oh, ich habe meinen Skill gar nicht ausgeführt richtig. Wollte jetzt praktisch clever sein und eigentlich mich gleich wieder verdünnisieren. Also es ist schon so, dass ich mit der Artis-Klasse dann doch schon mehr Schwierigkeiten habe als mit anderen Klassen. Okay, jetzt haben wir ihn ja. Jetzt haben wir mal drauf. Ja, inwieweit wir jetzt natürlich guten Schaden ja an dem Boss machen, kann ich jetzt auch noch gar nicht so richtig einschätzen, um ehrlich zu sein. Schwierig. Den Skill of Air, den sollte man auf jeden Fall mal sich zunutze machen, weil man da einfach mehr Schaden am Gegner verursacht. Das seht ihr, der hat dann so eine Kugel quasi über sich drüber. So eine Art Debuff könnte man eigentlich sagen. Und mit dem bekommt er halt dann auch mehr Damage. Oh, jetzt wollte ich schon die Taste F drücken, war der Skill noch im Cooldown. Wie gesagt, die Dongle Drops halt sehr wichtig, weil man da wirklich eben ganz gut Schaden von sich abwenden kann. Und dann, wenn man halt jetzt habe ich die Identity Skill, aber ich komme auch nicht drauf, ne? Glaubt ihr das? Den halt natürlich auch immer ordentlich nutzen. Da habe ich den Vorteil, dass ich ja solche Haikugeln praktisch abwerfen kann. Die mir natürlich immens helfen auch. Trifft er mich noch, die Ratte? Also er hat sich bis jetzt noch nicht verdünnisiert. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Halbe Zeit haben wir fast rum. Bin mal gespannt. Ob das da noch was wird hier. Skill wieder nicht durchgebracht. Habe ich zu früh abgebrochen. Jetzt. Ja, hat nicht der Kollege, ne? Ich glaube, das wird tatsächlich eine ganz enge Kiste hier, wenn wir es überhaupt schaffen. Okay, jetzt hat er sich das erste Mal verdünnisiert. Schlecht natürlich für mich. Ja, weil ich ja keine Leuchtfeuer habe und somit den Boss erstmal suchen muss. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt gleich wieder. Beim ersten Mal hatte ich ja Glück, dass ich die richtige Stelle eingeschätzt habe, weil er relativ häufig da oben spawnt. Doch jetzt scheint es so zu sein, dass ich nicht ganz so viel Glück habe.
Problem ist, wir brauchen natürlich die Zeit dazu, um den Boss zu legen. Das heißt, wir sollten jetzt relativ schnell finden, ansonsten wird es eine ganz enge Geschichte. Aber vielleicht haben wir jetzt hier unten Glück. Nein, sieht auch nicht so aus. Schlecht. So, eine Minute haben wir schon liegen lassen. Ob die uns nicht hinten raus vielleicht dann fehlt. Meistens ist er dann noch hier unten eigentlich. Lauf doch. Bei meinem Glück ist er dann noch hier oben, gleich nebenan gespawnt. Wie das dann immer so ist. Also tatsächlich wirklich, wo ich sagen muss, dass ich in der Storyline mit der Artist Class eigentlich sehr gut rumgekommen bin, ist es wirklich so, dass ich jetzt echt so ein bisschen, ja, mehr zu kämpfen habe. Also die oder den ersten Wächterboss hier habe ich tatsächlich schon etwas leichter bekämpft bekommen. Aber es ist alles noch im machbaren Rahmen. Wie gesagt, ganz wichtig zu wissen, ich habe natürlich jetzt noch kein entsprechendes Gear irgendwie. Von daher vielleicht nicht ganz so repräsentativ mit den anderen Chars und Klassen hatte ich das meistens so gemacht, dass ich schon wenigstens ein paar Pünktchen aufgewertet hatte und nicht gleich mit dem nackten Gearscore, den man haben muss und braucht, da begonnen habe. So, die Back Attack ist natürlich auch hier Gold wert, logischerweise. Hat er mich noch erwischt, ne, du? Gut, jetzt bin ich erstmal zumindest etwas besser im Kampf drin. Habe ich wenigstens zumindest das Gefühl. Meine Erweckungsfähigkeit, die habe ich halt aktuell noch nicht zur Verfügung. Die werden wir uns dann natürlich schon auch noch später anschauen, sobald ich ja diesen Skill dann zur Verfügung habe. Aber ich wollte euch eben auch mal einfach ein bisschen Gameplay zeigen gegen so einen Wächterboss, damit man eben mal sehen kann, ja, wie sich das Ganze eben hier spielt. Nein! Man hat also die Möglichkeit, über den Identity-Skill entweder mehr Schaden zu generieren oder sich halt diese Heilkugeln da spawnen zu lassen. Das muss man dann halt immer so ein bisschen abwägen und selbst entscheiden, was man da ja gerade just in diesem Moment halt benötigt. Das mal so als kleinen Tipp für euch. Zack, die Fliegenklatsche raus hier. So, dann nehmen wir mal hier alles mit ran, was wir da einsetzen können gegen den Boss. Das war nice. Schlecht natürlich, dass ich jetzt nicht alles zur Verfügung hatte an Skills. Erwischt er tatsächlich. Ich noch, ja. Schon ein recht herausfordernder Kampf, muss man echt sagen. Sechs Minuten haben wir noch. Wird eng. Aber jetzt so im zweiten Teil des Kampfes, da bin ich drin. Da bin ich dran.
wirft er mich wirklich noch, ne, diese Ratte. Wir werden den wohl noch klein bekommen hier, oder was? Uhuhuhu. Harter Kampf hier. Aber wie gesagt, mit nackten Ausrüstungsteilen, also nichts abgegradet oder dergleichen, sondern wirklich das, was ich auf 50 oder bis 50 halt so gesammelt hatte, das ist hier quasi im Einsatz. Weg da, Mädchen. So ein bisschen Heilung raushauen hier. Mensch, dass der mich immer auf der letzten Kante noch erwischt, oh. Komm schon, nimm das Ding hier. Falsche Taste gehämmert. 4 Minuten to go. Was mich echt nervt, ist, dass die halt 2, 3 Attacken hintereinander ausführen können, wenn sie einen betäubt haben. Und die sitzen dann alle, ne? Du kannst da nichts machen. Jetzt aber anders. Yes! Da ist er down. Naja, es geht doch. Es geht doch, verdammt. Verrückt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn schaffe. Es war eine ganz enge Geschichte, muss man wirklich sagen. Langer Kampf. Aber wie gesagt, halt wirklich auf der Standard-Nackig-Ausrüstung, die man da halt so hat auf 50, ne? Ohne irgendwie groß was aufzuwerten oder ohne Engravings, halt wirklich einfach komplett nackig. Dafür denke ich, ist es ganz okay mit einer, ja, mehr oder weniger Supporter-Klasse hier. Schöner Kampf, langer Kampf, intensiver Kampf, aber wir haben es geschafft. So, ihr Lieben. Schauen wir uns mal ganz gut an, welche Skills ich nutze. Also, ja, wir beginnen einfach mal ganz oben. Dann haben wir hier den Ink Splash. Den habe ich praktisch mit, ja, 2 Punkten hier ausgebaut. Natürlich habe ich hier den Dongle Drop drin. Das sind ja diese kleinen Kugeln, die wir schon im Kampf gesehen haben, die so ein Schild generieren. Dann habe ich, ja, einfach hier ein bisschen mehr Schaden für den Skill. Dann haben wir die Dark Cloud. Die habe ich mit 3 Punkten ausgebaut. Ganz einfach aus dem Grund, weil der dritte Punkt halt mir die Möglichkeit gibt, halt Gegner praktisch ins Zentrum von diesem Skill reinzuziehen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ansonsten haben wir hier ja ein bisschen was für die Attack Distance getan und für ein bisschen mehr Schaden. Dann haben wir die Dream Butterflies, auch die habe ich mit all 3 Punkten ausgebaut. Dongle Drop, ganz wichtig, damit wir eben, wie gesagt, dieses Schild relativ häufig haben. Hier ein bisschen mehr Damage und auch hier haben wir nochmal eine Geschichte, wo wir halt mehr Schaden verursachen und diesen Dot am Gegner praktisch, ja, eben raushauen, wo der Gegner etwas mehr Schaden bekommt. Dann haben wir die Wild Brambles. Da habe ich nur den Dongle Drop mitgenommen. Dann haben wir die Ravaging Tiger. Ein sehr, sehr starker Skill bei der Painter-Klasse. Den habe ich schon relativ lang bei mir drin, tatsächlich in der Rotation. Hier natürlich ganz wichtig, 3 Punkte. Ich habe einmal ja, die Cooldown-Time runtergedreht für 6 Sekunden. Dann hier für ein bisschen mehr Schaden. Nee, nicht mehr Schaden, sondern dass man praktisch ein bisschen Rüstung ignoriert. Und dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit eben, ja, 2 Tiger zu beschwören und nicht plus einen, heißt natürlich auch nochmal mehr Schaden am Gegner. Dann haben wir den Ink Smash auf F. Den hatte ich eigentlich schon mal komplett ausgebaut, habe mich jetzt aber dazu entschieden, halt andere Skills halt eher zu nutzen, sodass ich hier tatsächlich nur, ja, den ersten Punkt mitgenommen habe oder einen Punkt mitgenommen habe. Dann haben wir Sea Conch mit 3 Punkten ausgebaut. Könnt ihr sehen, ja, natürlich irgendwo immer was mit mehr Schaden, logischerweise. Dann haben wir hier diese, ja, Kraniche, die wir da beschwören können. Die habe ich tatsächlich auch jetzt so ausgebaut, dass ich praktisch 3 Punkte reingehauen habe. Ganz einfach, weil man mit dem dritten Punkt hier unten eben mehrere Kraniche beschwören kann. Am Anfang war es ja immer nur einer, so sind es glaube ich 3 Stück oder 2. Macht natürlich dementsprechend auch nochmal mehr Schaden.
So sieht aktuell ausgebaut oder aufgebaut meine Skill Rotation aus, mit eben diesen Tripods, die ich hier eingeteilt habe. Runen habe ich auch noch keine drin, könnt ihr sehen, weil ich einfach aktuell keine besitze. Heißt, ich bin ja noch nicht so lange auf den koreanischen Zone unterwegs, sondern erst seitdem ich euch die Let's Plays eben zur Painter-Klasse zeige. Deswegen habe ich da natürlich auch dementsprechend noch relativ wenig Zeug gesammelt, weil ich eben auch gerade erst die 50 erreicht habe und somit dauert das noch eine ganze Weile, bis ich da eben ein bisschen Zeug am Start habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir für so einen blanken Char eigentlich mit ganz normaler blauer Ausrüstung, ohne irgendwelche Runen, ohne irgendwelche Engravings und so weiter, dann doch ganz gut den ersten Wächterboss hier praktisch weggehauen haben. Und ihr könnt sehen, dass man das auch, wie gesagt, mit der Artist-Klasse ganz gut kann. Schwierig wird es wahrscheinlich dann gegen Bosse, die dann noch etwas, vielleicht noch ein Ticken agiler sind, schneller sind. Da wird es dann mal interessant zu sehen sein, ob wir da noch so ganz gut durchkommen. Aber bis dahin haben wir ja auch besseres Gear. Das heißt, es sollte sich da vielleicht auch wieder ein bisschen relativieren. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick erstmal gefallen hat für den ersten Wächter-Boss hier im Solo-Durchlauf mit der Artist-Klasse. Und ihr könnt mir gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, ob ihr die Klasse gut findet, ob sie euch gefällt. Kommt ja wohl leider nicht mehr zu uns im Jahre 2022, wenn man das so richtig rausgelesen hat. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Das heißt, ich werde euch dann noch ein bisschen versorgen mit kleineren Let's Plays zu dieser Klasse. Wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben drücken, würde ich mich freuen. Ansonsten natürlich gerne mal ein Abo da lassen für meinen Kanal. Aktiviert auch die Glocke dazu. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. Und auch zur nächsten Klasse, die bei uns dann im Juli startet, die Arkanistenklasse. Da werde ich auch noch mal ein paar Let's Plays quasi machen vorher. Habe ich euch versprochen. Auch da schauen wir noch mal rein, bevor diese Klasse bei uns erscheint. Und jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Reinschauen, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Lost Ark. Macht's gut. Ciao, ciao.